Kommen wir zu den maligen Leberläsionen. Wie sieht es da aus? Metastasen haben je nach Primarius ein etwas unterschiedliches Erscheinungsbild. Generell können wir sagen, sie sehen etwas schnelle Kontrastmittel auf, mehr oder weniger. Eins haben sie alle gemeinsam, sie werden relativ schnell dunkel. Wir sprechen von einem Washout. Hier das Beispiel einer echoarmen Läsion. Wir geben Kontrastmittel. Diese Läsion nimmt schnell Kontrastmittel auf, viel schneller als das umgebende Gewebe. Aber sie wäscht auch relativ zügig wieder aus. Dementsprechend kann man schon sagen, die meisten Metastasen sind unter einer Minute mit einem Washout zu detektieren. Wenn eine Metastase einmal ein Washout hat, wird sie nicht wieder mit Kontrast aufgefüllt, es sei denn, wir spritzen ein zweites Mal Kontrastmittel. Hier eine kleine echoarme Läsion, die hat vielleicht so einen Durchmesser von 12-13 mm. Die Frage, können wir diese Technik bei diesen kleinen Läsionen auch detektieren? Bereits im Farbdoppler sehen wir bei dieser Läsion keine vermehrte Vaskularisierung. Wir geben Kontrastmittel hier im Seitenvergleich, dann sehen wir hier eine moderate Kontrastmittelaufnahme, zentral nicht so viel. Und wir sehen auch schon, dass bereits nach wenigen Sekunden die Läsion zunehmend dunkler wird. Wir sprechen von einem Washout. Hierbei handelt es sich um eine Metastase eines Pankreaskarzinoms mit Befall der Leber. Auch die Dynamik passt typisch für diese Entität. Wir sehen, je länger wir warten, ist das Washout deutlich klarer. Die Randstrukturen sind klarer zu erkennen. Hier nochmal diese kleine, bisschen größere Metastase als ein Zentimeter. Echoreiche Läsionen können gutartig sein, können aber auch bösartig sein. In dem Fall gehen wir davon aus, dass es ein Malignom ist, sonst würde es zu diesem Kapitel nicht passen. Auch hier sehen wir bereits keine vermehrte Vaskularisierung. Die Läsion komprimiert so ein bisschen die großen Lebergefäße. Wir spritzen Kontrastmittel. Wir sehen, dass die Läsion eine schnelle, kräftige Kontrastmittelaufnahme aufweist. Viel schneller und viel kräftiger als das umgebende Gewebe. Auch hier sehen wir bereits frühzeitig kleine Areale, die bereits ein Washout aufweisen oder wo ein Washout beginnt. Gucken wir uns das nochmal in der portalvenösen Phase an, dann sehen wir hier das Washout deutlich klarer, in der Spätphase auch deutlich klarer. Auch die gesamte Ausdehnung dieser Läsion lässt sich gut detektieren. Also typisches Erscheinungsbild einer Metastase eines neuroendokrinen Tumors. Und wenn man länger genug wartet, sieht man auch hier deutlich nochmal die gesamte Ausdehnung. Und natürlich könnte man jetzt hier schön den Durchmesser von diesen Metastasen bestimmen und man weiß letztendlich, wie groß diese Läsionen sind. Wie sieht es aus mit etwas kleineren, gemischt echogenen Läsionen? Partiell echoreich, randständig so ein bisschen echoarm. Auch hier bereits im Farbdoppler sehen wir eine vermehrte Vaskularisierung von diesen Läsionen. Auch hier im MRT sehen wir, dass die Läsionen kräftig Kontrastmittel aufnehmen und in der Spätphase ein Washout aufweisen. Gucken wir das Ganze mal kontrastverstärkt an. Dann sehen wir auch hier, diese Läsion zeigt eine kräftige Kontrastmittelaufnahme. Wir sehen einzelne Tumorfieder, die hier reinziehen. Auch hier sehen wir, dass die Läsion bereits nach wenigen Sekunden beginnt dunkler zu werden. Also das typische Erscheinungsbild einer Metastase. Natürlich gucken wir uns noch die portalvenöse Phase an. Wir sehen, das Washout wird deutlich klarer. Und in der Spätphase sehen wir ein fast komplettes Washout, die Läsion im Vergleich zum miterfassten Lebergewebe. Wie sieht es aus mit ganz kleinen Läsionen? Hier eine Läsion fast geringer als 1 cm. Bereits im Farbdoppler sehen wir randständig ein Gefäß, was in diese Richtung zieht. Gucken wir das Ganze kontrastverstärkt an, dann sehen wir auch hier eine schnelle Kontrastmittelaufnahme dieser Läsion. Auch bereits nach wenigen Sekunden erweist die Läsion ein Washout, also auch hier das klassische Bild einer Metastase. Natürlich gucken wir im weiteren Verlauf, was tut sich mit diesem Herd. Wir sehen, dieser Herd wird zunehmend echoärmer, also er wäscht aus. Auch hier in der Spätphase können wir nochmal gut darstellen, dass die Läsion knapp einen Zentimeter groß ist und Washout. Dementsprechend auch hier eine Metastase eines Pankreaskarzinoms.
Je länger wir warten bei diesen Metastasen, desto leichter sind sie zu erkennen. Hier in der wirklich späten Phase sehen wir ganz klar das Washout und die gesamte Umrandung dieser Läsion. Das CCC als solches hat ein manchmal indifferentes Kontrastverhalten. Teilweise nimmt es randständig kräftig Kontrastmittel auf, manchmal nimmt es zentral nur kräftig auf. Aber gemeinsam sehen wir nachher in der portalvenösen Phase, auch in der Spätphase, dass das CCC ein Washout aufweist. Hier eine echoarme Läsion. Wir geben Kontrastmittel, sie nimmt Kontrastmittel auf, auch relativ zügig ein Washout, passend zu einem CCC. Häufig würden wir natürlich nur eine Erweiterung der distal davon gelegenen Gallengänge erwarten. Gucken wir uns das Ganze mal im Video an. Hier eine gemischt echoreich und echoarme Läsion in zentralen Anteilen der Leber. Bereits im B-Bild sehen wir einzelne Gallengänge, die schon erweitert sind. Die Farbduplexsonographie zeigt hier keine vermehrte Vaskularisierung von dieser Läsion. Geben wir Kontrastmittel, dann sehen wir, dass die Läsion eine moderate Kontrastmittelaufnahme in der arteriellen Phase aufweist. Randständig ist ein bisschen vermehrt vaskularisiert innen drin, hier etwas weniger vaskularisiert. Aber auch hier nach wenigen Sekunden sehen wir bereits, wie diese Läsion ein Washout aufweist. Und auch hier bereits schon einzelne Gallengänge, die etwas erweitert sind. Und je länger wir warten, sehen wir, dass die zentral gelegene Läsion das Washout aufweist. Und in der Spätphase sehen wir die gesamte Ausdehnung dieser Läsion. Wie wir bereits in der Babysonographie gesehen haben, sehen wir hier nochmal diese Läsion und hier Erweiterungen der Gallengänge im linken Leberlappen. Die Frage ist, sind das wirklich alles nur Gallengänge oder nicht? Spätestens hier zeigt uns die Kontrastsonographie nochmal die zentralen Anteile der Läsion, aber auch die distal gelegenen Gallengänge, die natürlich kein Kontrastmittel aufweisen in diesem Fall, weil sie einfach nur peripher gestaut sind. Klassisch hier der Patient im Kontrast-MRT, die Zentralläsion und die erweiterten Gallengänge im linken Leberlappen. Das HCC als solches weist ein weites Spektrum von Kontrastsonographienverhalten auf. Arteriell kann es eine schnelle Kontrastmittelaufnahme aufweisen. Problematisch sind die hochdifferenzierten HCCs, die manchmal immer erst nach einer sehr, sehr langen Zeit ein Washout aufweisen. Dementsprechend sollte man hier unbedingt lange warten, um zu gucken, ob der Herd doch vielleicht doch noch irgendwann auswäscht. Und mit lange warten meine ich 3, 4, sogar bis 5 Minuten. Wir sehen hier das HCC, häufig der zirrhotischen Leber, Kontrastmittelaufnahme. Teilweise brechen die Gefäße einfach ab. Auch hier sehen wir in einem weiteren Verlauf, dass diese Läsion erst im späteren Verlauf auswäscht, im Gegensatz zu den Metastasen. Gucken wir uns eine Läsion an mit einem Durchmesser von ungefähr 5 cm in der zirrhotischen Leber. Diese weist schon einzelne Gefäße auf, sowohl in zentralen Anteilen als auch in der Peripherie. Gucken wir uns das Ganze mal kontrastverstärkt an, dann sehen wir hier eine Kontrastmittelaufnahme von der Peripherie nach zentral verlaufend, einzelne Gefäßabbrüche, chaotische Gefäßmuster, sagt man dazu auch. Gucken wir uns das weiter mal in der portalvenösen Phase an. Da sehen wir, dass diese Läsion eigentlich noch gar keinen Washout aufweist. Auch in der späteren Phase hier sehen wir, dass langsam sich demarkiert. Und in der ganz späten Phase sehen wir natürlich das deutliche Auswaschen, das uns die Verdachtsdiagnose eines HCCs bestätigt. Und je länger man wartet, in dem Fall sind wir bei knappen 5 Minuten, auch da ist wichtig, dass das Gerät nicht viel Kontrastmittel kaputt macht, können wir noch gut die Grenzen dieses HCCs detektieren und dieses Washout klar erkennen. Hier ein großer Herd mit einer vermehrten Vaskularisierung in den zentralen Anteilen der Leber. Dieser hat einen Durchmesser von ungefähr 13 cm. Dieser Patient ist bereits über Jahre kontrolliert worden. Es hieß, er hätte lange ein Hämangiom.
Leider ist dieser Herd deutlich gewachsen in den letzten 2 Jahren. Dementsprechend kam er nochmal zur Kontrastsonographie. Auch hier sehen wir teilweise Gefäßabbrüche. Hier erkennen wir auch, warum vielleicht der Kollege auf ein Hämangiom gekommen ist, weil zentral partiell keine Kontrastmittelaufnahme da herrscht und vielleicht mit ein bisschen Fantasie eine knotige Kontrastmittelaufnahme detektieren kann. Auch hier im weiteren Verlauf sehen wir, dass es komplett gefüllt. Man würde sagen, naja, auswaschen noch nicht so richtig. Auch in der Spätphase ist es fast noch komplett gefüllt. Und wenn wir noch lange genug warten, dann in einer wirklich sehr späten Phase sehen wir erst, wie dieser Herd auswäscht. Der wurde histologisch als hochdifferenziertes HCC gesichert und wird in den nächsten Tagen operiert. Das fibrolamelläre HCC ist eine Sonderform. Es ist eher eine Rarität. Das sind Patientinnen, die meistens jung sind. Die haben auch keine Leberzirrhose als solches. Und die Prognose eines fibrolamellären HCCs ist deutlich besser im Vergleich zu einem normalen HCC. Vom Erscheinungsbild sehr ähnlich. Großer, suspekter Herd mit einem Durchmesser bestimmt von 6-7 cm. Auch hier vermehrte Vaskularisierung bereits in der farbkodierten Duplex-Sonographie. Auch hier sehen wir, wie schnell diese suspekte Läsion Kontrastmittel aufnimmt. Hier ein zuführendes Gefäß. Jetzt kommt erst das umgebende Lebergewebe als solches, das Kontrastmittel aufnimmt. Wir haben einen gewissen Stieleffekt von dieser Läsion. Gucken wir uns das im weiteren Verlauf an, dass es einfach doch hier doch auswäscht. Und je länger wir warten, sehen wir dieses Auswaschen. Auch das wurde histologisch gesichert als ein fibrolamelläres HCC. Spätphase ist immer sehr wichtig. Auch in diesem Fall letztendlich sehen wir hier partiell randständig eine Kontrastmittelaufnahme, aber zentral große Anteile dieses fibrolamellären HCCs, das ein Washout aufweist. Analog dazu das MRT, das uns ein ähnliches Kontrastverhalten aufweist mit der Kontrastmittelaufnahme und dem Washout in der Spätphase.